Hallo, 15. Mai 2021. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die 52. Sitzung zu gucken, weil ich habe heute Morgen erstmal die 51. Sitzung vom Corona-Ausschuss zu Ende geguckt. Und danach habe ich schon wieder ehrlich gesagt, also ich mache gleich einen Spaziergang. Die 51. Sitzung erzählt ab Stunde 4 und 30 Minuten einiges aus dem Alltag von Krankenschwestern und Krankenpflegern, also da berichten welche. Und dann ab Stunde 5 und 50 Minuten ungefähr, da berichtet ein Rettungsassistent. Und danach war ich wirklich betroffen, weil was sie vom Krankenpflegepersonal erzählt haben, hat mich jetzt nicht gewundert. Also, dass die scheinbar nicht die schlimmste Pandemie aller Zeiten da in ihren Krankenhäusern haben, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn man ein Jahr lang alternative Medien verfolgt. Aber war noch mal gut zu hören. Aber was der Rettungsassistent erzählt hat aus Niedersachsen, das war ein Einsatzstellenleiter, also der sitzt nur in der Leitstelle und nimmt die Anrufe entgegen und schickt dann die Rettungswagen raus. Was der erzählt hat, eine halbe Stunde lang, das hat mir die Schuhe ausgezogen, weil das Schlimmste fand ich, als der von den vermehrten Suiziden erzählt hat. Das hat mich betroffen gemacht. Der hat dann auch ein paar Fälle geschildert, besonders schlimme Fälle. Und er sagte, die Zahl, die er so wahrnimmt, weil er ist seit 20 Jahren da tätig als Rettungsassistent, die Zahl der Suizide hätte sich verdoppelt oder sogar verdreifacht für den Bereich, wo er arbeitet. Und die Zahlen der Menschen, die sich umbringen in Deutschland, die wird ja im Moment, so wie ich das mal gehört habe, nicht mehr erfasst. Und die wird erst in ein, zwei Jahren veröffentlicht, wurde mal gesagt. Das hat einen guten Grund, weil es wahrscheinlich mehr Suizide gibt. Und zwar durch alle Altersklassen. Was auffällt, ist, dass es mehr Leute sind und dass die Art, wie die Leute sich umbringen, buchstäblich todsicher ist. Also es gibt ja Suizidversuche, wo Menschen irgendwie nicht mehr leben wollen und das dann so halbherzig machen und weiß ich nicht, irgendwelche Tabletten nehmen, die einen aber nicht umbringen, aber dann muss man auch ins Krankenhaus und man bleibt Gott sei Dank am Leben. Und dann gibt es halt so sichere Methoden, wenn ich aus dem, weiß ich nicht, fünften Stock vom Hochhaus springe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe, gering. Und er sagte, früher hätten die Leute also von 10 Suizidversuchen hätte einer geklappt. Und er sagte, heute ist es umgekehrt. Von 10 Leuten, die versuchen, sich umzubringen, klappt das bei 9. Und nur einer bleibt dann am Leben. Also das war so seine Einschätzung, wie das im Moment in dem Bereich ist, wo er arbeitet, was er so zu sehen kriegt, und er sagt, die Zahlen werden nicht statistisch erfasst. Er sagt, er wüsste nicht, ob das woanders erfasst wird. Fand ich auch eigenartig, dass so wichtige Vorkommnisse bei der Rettungswache nicht erfasst werden. Und das andere, was er berichtete, waren Symptome bei Menschen nach Impfung. Der konnte natürlich nur Einzelfälle berichten, aber er sagte, also er fand diese ganzen Vorkommnisse immerhin so relevant, und er ist wie gesagt 20 Jahre dabei, dass der sich bei Corona-Ausschuss gemeldet hat und darüber eine Aussage machen wollte. Und das heißt ja schon was. Und
Also mir war danach mulmig. Ich gucke heute im Laufe des Tages die 52. Sitzung, die geht auch wieder mehrere Stunden. Ich gucke mir das dann immer über die Woche verteilt an. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe ja auch ein analoges Leben und ich erlebe im Moment auch die tiefe Spaltung, wenn ich mit Menschen Smalltalk mache. Ich lande in 0, nichts beim Thema Impfung. Und ich will das gar nicht. Aber wenn mir einer sagt, ach guck mal, in der Stadt haben wieder die Geschäfte offen, ist doch schön, dann sag ich, mir ist das egal, ich kann mich darüber nicht freuen, weil ich habe gehört, die Kinder sollen geimpft werden. Und wenn Kinder sich nicht impfen lassen, können die, so wie ich das gehört habe, wohl dann nicht zur Schule gehen ab Sommer. Und ich sage, deswegen kann ich mich nicht so freuen über, ob jetzt die Boutique offen hat oder nicht. Außerdem habe ich auch wenig Lust, überall meine persönlichen Daten zu lassen oder womöglich noch einen negativen Test vorzuzeigen, damit ich in irgend so einen Laden rein kann. Mir macht das keine Freude. Und jedenfalls, wenn dann ein Wort das andere gibt und die andere Person dann sagt, ja, aber, na, ich habe mit einer wichtigen Freundin gesprochen, die Ahnung hat, weil sie aus irgend so einem wissenschaftlichen Bereich kommt und die hat mir erklärt, dass Impfung gar nicht schlimm ist, dann ist wieder so der Punkt in einem Gespräch erreicht, wo ich mich zusammennehmen muss, was ich dann auch mache und wo ich dann sage, ja, kennst du das Buch von dem und dem? Der ist auch von dem wissenschaftlichen Bereich. Ist jetzt egal, wenn einer sagt, er kennt einen Mediziner. Dann sage ich, kennst du das Buch von Bhakti? Und wenn einer sagt, er kennt einen Biologen, dann sage ich, kennst du das Buch von dem Clemens Awey? Also ich sage dann einfach, es gibt auch andere Meinungen und das sind auch Fachleute. Und dann ist meistens das Gespräch ganz schnell zu Ende, was ich schade finde. Mir hat letztens eine Bekannte gesagt, als wir an diesem Punkt im Gespräch waren, sagte sie, ich will nicht. Und dann ist sie gegangen. Die hatte es auch eilig. Das war so ein, man trifft sich kurz, man redet kurz und klar kann man dann das Gespräch beenden. Ist ja auch okay. Aber das Gespräch zu beenden mit, ich will nicht, das fand ich schon, da hatte ich dann auch den ganzen Nachmittag dran zu knabbern. Also, das ist unwirklich. Ich komme vor wie im Krieg und es sterben auch Leute. Nur dass der Unterschied ist, dass die anderen nicht sehen, dass wir Krieg haben. Die denken, Menschen sterben aus anderen Gründen und dass zum Beispiel sich viele umbringen, wissen die zum Beispiel gar nicht. Und dass jetzt bald die Kinder geimpft werden sollen, weil sie sonst nicht beschult werden können, wissen die dann auch nicht. Also die wissen ganz vieles nicht. Und wenn man dann sagt, ach übrigens, na, dann, wenn denen das zu viel wird, dann sagen die, ich will nicht. Und das finde ich, ist selbsterklärend. Also es gibt Dinge, wenn jemand sagt, ich will über das Thema nicht sprechen, dann weiß ich, dass der selber Zweifel hat. Und ich lasse die Person dann auch in Ruhe. Ich will ja niemanden missionieren. Nur, es ist so offensichtlich, dass die Leute selber Zweifel haben und trotzdem dicht machen, wenn es um Informationen geht. So nach dem Motto, stör mich nicht bei meiner Meinung. Und Meinungsänderung kommt für mich nicht in Frage. Und dann habe ich so überlegt, warum kommt für manche Menschen eigentlich eine Meinungsänderung nicht in Frage?
Und dann habe ich so gedacht, ein Grund ist sicherlich auch nicht nur so stolz und ich will Recht haben, sondern ein Grund ist mit Sicherheit auch, weil da ein ganzer Rattenschwanz dranhängt. Wenn ich nämlich verstehe, dass es begründete Zweifel an Maßnahmen, an was weiß ich und bis hin zur Impfung gibt, begründete Zweifel an Impfung gibt, wenn ich das verstehe, dann komme ich nicht mehr drum herum zu merken, dass die alten Medien keinen Zweifel in ausreichender Form berichten. Und dann stolper ich ja über die Frage, warum? Warum berichten die nicht sowohl als auch? Und dann habe ich ein Problem als Konsument der alten Medien. Also im Prinzip spüren die Leute schon, wenn ich jetzt mir noch ein Argument von der Person anhöre, die ich vielleicht für, ich sag mal, gut informiert halte und vielleicht auch für eine ehrliche Person halte. Aber wenn ich mir jetzt noch ein Argument von der anhöre, dann kommt mein Kartenhaus ins Wanken. Und da hängt dann, wie gesagt, dieser ganze Rattenschwanz dran und dann sagen die, ich will nicht. Also so interpretiere ich das. Und wenn man dann noch, ich sag mal, selber im Bekanntenkreis Leute hat, die sich bereits haben impfen lassen, dann hängt das auch daran. Weil wenn ich dann verstehe, dass der andere vielleicht gute Argumente hat, über die ich mal nachdenken sollte, da wird mir Angst und Bange. Erstens bricht mein ganzes Glaubenssystem zusammen und zweitens, was mache ich dann mit den Leuten, die ich lieb habe und die sich bereits haben impfen lassen? Ist doch klar, dass ich dann nur noch sagen kann, lass mich, ich will nicht. Aber das ist wirklich so eine offensichtliche, ich sage jetzt mal, Vermeidung, wo ich auch Respekt vor habe. Ich will nicht, dass Leute ins Wanken kommen. Ich will nicht, dass bei Leuten irgendwas zusammenbricht. Und ich will auch nicht, dass Menschen eine Riesenangst kriegen. Aber ich glaube, dass diese Lawine auf uns zukommt. Und ich glaube, dass in den nächsten Monaten, wenn Leute dann doch irgendwie verstehen und einsehen, dass da irgendwas nicht stimmt, dass wir mit sehr viel seelischem Elend zu tun bekommen werden. Und da habe ich keine Angst vor, das ist mein Beruf. Ich habe das gelernt, damit umzugehen, aber ich sehe das kommen. Ich sehe ein riesen Jammertal, eine Riesenlawine von Traurigkeit, von Sprachlosigkeit, von Enttäuschung, von Desorientierung, von dem Glauben an alles verlieren, von Aggression und Schuldzuweisung und ich sag mal von Chaos und Durcheinander auf uns zukommen, wenn die Menschen, die jetzt noch sagen, ich will nicht, wenn die nicht mehr sagen können, ich will nicht, weil sie es nämlich selber sehen. Und ich bin darauf vorbereitet. Ich bin darauf vorbereitet. Und ich glaube, ich habe so gedacht, das ist jetzt ein Sprung, ne, in damals 1950, so gute 5 Jahre nach Kriegsende. Da war ja dann auf einmal alles eitel Sonnenschein, Wirtschaftswunder, die Menschen haben sich was gegönnt, die hatten wieder Geld, die haben sich Kleidung, schicke Kleidung gekauft, die sind nach Italien in Urlaub gefahren und haben ganz tolle Dinge auf einmal gemacht. Die Menschen sind zu Wohlstand gekommen. Das war ja auch, hat ja auch irgendeiner die Strippen gezogen, dass die Menschen schön alles, ich sag mal, vergessen und sich schön Konsum darüber machen und alles ist vergessen. Aber was war, ist ja, das war ja die Generation, die nicht geredet hat. Und da habe ich so gedacht,
Darauf bin ich auch vorbereitet, dass viele Menschen, wenn diese jetzt selbstgemachte Krise vorbei ist und die wach geworden sind, dass die dann vielleicht auch sich gerne mit, ich mache jetzt die Welt besser und schöner und ich kleister alles zu mit schöner Ablenkung, dass die Leute dann vielleicht auch nicht reden wollen. Und da möchte ich wirklich eine Lanze für brechen, dass wir reden müssen. Das ist jetzt wieder so ein typischer Psychologenspruch, ne? Wir müssen reden. Aber ich glaube, wenn wir nicht dieses Trauma, was wir jetzt alle erleben, weiterschleppen wollen, dann müssen wir reden. Und im Moment ist schwer, weil die Leute rennen weg und sagen, lass mich. Aber wenn, ich sag mal, viele, viele kapiert haben, was jetzt ist, dann ist Reden A und O. Weil die Menschen müssen ausdrücken, wie sie sich fühlen. Die müssen die Möglichkeit haben zum Trauern. Die müssen auch mal ihre Wut rauslassen, dass man so, so schlimm angelogen worden ist. Und dass man so diesen Autoritäten auf den Leim gegangen ist. Und das müssen die Menschen ausdrücken, damit die daran nicht kaputt gehen und damit die nicht ihre Scham und ihr Bedauern darüber, dass sie Opfer von etwas geworden sind, nicht umwandeln in Wut, die sich dann auf andere richtet und auch bitte nicht auf die nächste Generation. Und auch das ist ein eigenes Thema, die kleinen Kinder jetzt. Ich habe von Kindererziehung und sowas keine Ahnung, aber da braucht es auch richtig gute Pädagogen, um das aufzuarbeiten, was die Kinder jetzt durchlebt haben. Dieses Double Binding, na, dieses doppelte Standards, diese Doppelmoral, dieses so tun als ob. Und ja, eigentlich jeden Tag angelogen werden. Damit kommen Kinder, glaube ich, alleine auch nicht klar. Die brauchen Hilfe. Also ich habe heute, ehrlich gesagt, so ein bisschen einen Tag, wo mir klar wird, was für eine Lawine auf uns zukommt, und zwar seelisches Elend. Und vom körperlichen Elend rede ich gar nicht. Da müssen sich dann gute Ärzte drum kümmern. Meine Art ist es, also mein Beruf ist es, aber auch mein Hobby ist es, mich um Menschen zu kümmern, die, also ich interessiere mich da zumindest für, die nicht wissen, wie sie ihr Leid verarbeiten sollen. Das ist jetzt keine Einladung für Menschen, dass sie sich bei mir melden, bitte nicht, weil das schaffe ich nicht. Aber ich werde in meinem kleinen bescheidenen Umfeld, wo ich lebe und die paar Menschen, mit denen ich zu tun habe, da werde ich gucken, dass ich dafür ein Ohr habe. Und da kann ich mir auch vorstellen, irgendwas nebenbei in meinem Wohnumfeld, wo ich bin, irgendwas mal später ins Leben zu rufen. Und wenn es eine Gesprächsgruppe ist. Das hört sich jetzt so psychologisch an, aber ich meine das wirklich ganz praktisch, dass da, keine Ahnung, aus der Nachbarschaft ein paar Leute zusammenkommen oder die empfehlen das weiter und da macht man jede Woche eine Gruppe, wo man schimpfen kann, wo man weinen kann, wo man ja sagen kann, ich schäme mich so sehr oder alles möglich, wo das nicht schlimm ist, aber Hauptsache, es wird geredet. Das ist meine Vision für die Zeit danach. Also mich hat das von dem Rettungssanitäter heute so betroffen gemacht, dass ich denke, so eine Gruppe, da würde ich gerne mit dran wirken. Und das ist ein Tropfen. Aber ich glaube, wir brauchen demnächst Gruppen zum Sprechen, wo Menschen sich ausdrücken können, ohne
dass die anderen weglaufen, dass man wirklich Gefühle zeigen kann und Trauer und diese ganze Schiene, dass man das alles mal irgendwo lassen kann, weil sonst werden die Menschen krank und zwar noch kränker, als sie eh schon sind. Also ich hoffe, das war nicht zu düster, das Video, aber das ist heute meine Stimmung. Und wenn ich gleich eine Stunde spazieren war, dann gucke ich mir die Sitzung 52 an. Alles Liebe.